Leute, es gibt wieder News zur XD-Find. Der Launch ist am 21. Mai quasi in sechs, in sieben Tagen. Ich möchte euch nur kurz informieren und das finde ich richtig geil, dass Ubisoft uns da schon mal eine kleine Roadmap bis zum 21. hinschmeißt und sagt, was wir in den nächsten Tagen vor Release noch erwarten können. Und ich habe noch ein paar inhaltliche Sachen, die zur Preseason am Start sein werden. Die Preseason geht übrigens ab dem 21. sechs Wochen und dann in drei Monats Rhythmus jeweils eine Season und was wir in diesen ganzen Seasons in dem ersten Jahr als Roadmap erwarten können. Zum einen wird der Preload schon am 16. Mai sein, also in zwei Tagen. Dann wird es ein News. Briefing geben, ein preseason briefing wo uns so ein bisschen erzählt wird, was im Battle Pass drin ist, was es für Inhalte gibt, News, Informationen, Updates und so weiter und so fort. Der Battle Pass Trailer kommt dann am 20. Mai, ein Tag vor Release und am 21. kommt dann X-Defined endlich raus. Ich hätte dann tatsächlich nicht gedacht, dass es nach der Server-Test-Session doch so schnell geht in Anführungszeichen und ich lese euch jetzt nochmal vor, was wir alles erwarten können. Was ich kurios finde, PS4, Xbox 360, äh nicht 360, geil, PS4 und, wobei doch, 360 passt, ähm, oder Xbox One, Xbox One. Xbox One war es. Ähm, und die, die PS4 sind nicht mit dabei. Also mittlerweile bin ich ein bisschen irgendwo hängig in der Luft, ob das nun für die alten Generationen rauskommt oder nicht. Ich blicke jetzt nicht mehr so ganz durch, vielleicht ja doch nicht. Äh, so genau weiß ich es jetzt wirklich nicht. Ähm, was können wir erwarten? Wir haben zu, auf jeden Fall zum Start die versprochenen fünf Fraktionen: Echolon, Phantoms, Cleaners, Libertad und Deadseq. Können wir entweder frei spielen oder frei kaufen. Es wird 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Maps zum Start von xdefined geben. Es wird fünf Modes geben: Domination, Hotshot, Occupy, Escort und Zone Control. Ich erkläre jetzt aber nicht, wie genau diese äh, Modi funktionieren. Und wir bekommen völlig neu, das war unangekündigt, einen Ranked Mode Practice, eine Ranked Mode. Ranked Playlist. Das heißt, du gehst nicht offiziell in den Ranked Modus rein. Der Ranked Modus kommt, glaube ich, auch erst zum Start der ersten Season. Und wir haben aber eine Playlist, wo wir den Ranked Modus 4 vs 4 schon mal testen können, üben können. Ähm, genauer funktioniert so. Wir können Domination Occupy, Escort und Zone Control beim 4 vs 4 zocken. Dann bekommen wir natürlich die... Rewards, die, die freigeschalteten Sachen, die wir bei der Test-Session freigeschaltet haben, die werden dann implementiert logischerweise. Und die Zukunft soll wie folgt aussehen. Also wie gesagt, jetzt kommt die Preseason am 21. sechs Wochen lang. Und dann soll alle drei Monate, wie bei Apex Legends, eine neue Season kommen. Was wir im ersten Jahr auf jeden Fall erwarten können in jeder Season ähm, ist eine neue Fraktion, drei neue Waffen und drei neue Maps pro Season. Wie das nach der ersten äh, Einjahres-Roadmap aussieht, müssen wir erstmal abwarten. Aber das ist grob der Plan für Xdefine. So wissen wir jetzt schon mal, Stand 21. Mai 24 bis 25, was uns grob erwartet. Events sind natürlich auch mit dabei. Wie die aussehen werden, müssen wir dann mal abwarten. Auf jeden Fall macht es jetzt schon Bock auf mehr. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das war es schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.